Vor dem Gebet möchte ich uns ein Bibelwort lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6. Wenn du mit aufschlagen möchtest, deine Bibel, 1. Mose, Kapitel 6. Und wir werden hier die Verse 1 bis 8 gemeinsam lesen. 1. Mose 6, Vers 1 bis 8. Ich würde Farjan Aplotic lesen. Aus dem Menschen sich abbeirrt, vermehrt und sei dachter Horden, nehmen des Sehens von der Jäte, saune mir alles von mangte Menschen, aus an Schmockleuten und befrieden sich mit dei. Und der Herr seht, ich wurde Menschen nicht ob immer leben luten, hei es doch Fleisch. Ich wurde am 120 Jahr leben luten. Todei tiet und auch Luther wirn nur Nephiliten abbeirrt. Dei, der du nu kommen, wirn von der Sehns, von der Jäte und der Frühmenschen. Lang drei wirn dort Steuge und hüch an seine Mahner. Der Herr sagt dort, der Menschen sei er beus abbeirrt wirn und dort ehre Gedanken bloß den Tiet ewer schlachte Gedanken wirn. Und dem Herrn, der dort leut, dort heu hat Menschen abbeirrt gemerkt. Am wir dort sei er schut. Und hei seht, ich wo diese Menschen, wat ich gemerkt ha, von abbeirrt utruden. Ich wo Menschen und alle Tieren und Fehl utruden, so schut es mir dort, dort ich an gemerkt ha. Über Noah, wir Gott angesäunen, wie im Herrn. Was so wie diese Vorgeschichte von Noah, wir wollen Luther mehr von diesem besonderen Menschen Noah lehren. Der Mann, sein Geheimnis ütfing, wottet wir, warum Gott alle anderen Menschen, die jene Tiet, abbeirrt haft, umkommen luten, über diesen Mann und seine Familie nicht. Wir wollen sein, was sein Geheimnis wir, warum er anders wir, als alle anderen Menschen in jener Zeit. Aber auch wir wieder gehen, wollen wir auch noch gemeinsam, wenn jemand uns in der Mert wird im Gebet leiten und lud uns bitte dort abstehen. Wir stehen ab und da ist Freiheit zum Gebet. Wer will, kann anfangen. Lieber Heiland, ich danke dir auch von ganzem Herzen, dass wir heute hier versammelt sein dürfen. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort so tief und so inhaltsreich ist und wir daraus immer wieder Segen um Segen schöpfen können. Danke, Herr Jesus, für den Segen bis jetzt schon und bitten wir, dass du auch weiter dein Wort lebendig und kräftig machen möchtest. Nimm bitte du alles Störende fern. Du weißt, wie der Feind so sehr darum bemüht ist, auch heute und auch jetzt irgendwie alles zu zerstören, uns abzulenken, uns innerlich vielleicht aufzuwühlen oder innerlich unruhig zu machen und irgendwie bloß, dass wir dein Wort nicht aufnehmen. Bewahre uns, Herr. Sei du ein Schutz um uns herum und hilf uns, unseren Blick auf dich zu richten. Mach dein Wort bitte groß und rede du zu jedem Einzelnen von uns. Decke du durch deinen Geist Bereiche in unserem Leben, in unserem Herzen auf, wo Veränderungen nötig ist. Möchtest du uns zeigen, was wir tun können und tun sollen, um dir ähnlicher zu werden, um dir näher zu kommen. Hilf, Heiland, dass auch dein Wort uns heute Morgen so verändern würde, dass wir als veränderte Menschen hier herausgehen könnten, dass wir hinausgehen in das Leben, in den Alltag und dein Wort ausleben und Frucht bringen für die Ewigkeit. Herr, ich bitte dich für all die, die heute nicht hier sein können, für solche, die krank sind, die Schmerzen haben. Ich bitte dich auch für Trauernde, besonders auch für Familie Jakob Teichröb, dein Chihuahua, Herr, möchtest du auch ihnen besonders nahe sein und ihnen den göttlichen Trost geben, den wohl
kein Mensch ihnen jetzt in dieser Lage geben kann. Sei du ihnen nahe und tröste und hilf du. Und so auch andere, Herr, die besonders auf deine Hilfe warten. Beten auch für Via Gracia. Möchtest du auch da den Bruder segnen, die Brüder, die da aushelfen, dein Wort dort jetzt bringen. Baue auch da, Herr, dein Werk, auch die Zukunft, alles, was dort geplant ist. Wir legen es in deine Hand und bitten dich, verherrliche du dich. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Amen. Wir nehmen bitte Platz wieder. Der Chor singt jetzt ein Lied.
In dem Einleitungswort, was wir erst gelesen haben, sagen wir in Vers 8, dort Noah, wir Gott angesehen beim Herrn. Oder im Hochdeutschen, Noah aber fand Gnade vor Gott. Und vielleicht kommt bei uns kurz die Frage ab, warum haft hei Gnut bei Gott gefangen? Warum wir hei Gott angenehm oder angesehen, als wir dort im plottischen Übersetzung haben? Wo haft hei dort gefangen? Warum mussten alle anderen Menschen ertrinken, über Noah und seine Familie nicht? Warum kann hei am Leben bleiben? Was wird der Unterschied zwischen arm und alle anderen Menschen, wirklich alle anderen Menschen, wie seine Familie? Hast du einmal daran gedacht, dass Jesus mal gesagt hat, dass wir auch in so einer Zeit leben, als zu Noah seine Zeit, als uns dort bekannt? Vielleicht die Frau dann mal so gestaltet, wann wir wurden zu Noah seine Zeit? Manch wohne Menschen wurden wir dann sein. Manch die wurden auch ertrinken. Oder wurden wir gerade aus Noah und seine Familie geraten worden, Herrn? Und willst wie in der selben Zeit leben als dann? Jesus sagt uns, dort in Lukas 17 sagt er, und so als dort in Noah seine Zeit wird, so wird dort auch in den Menschen sehen seine der sein. Den Menschen euten und trunken, Frieden und befrieden sich, bat an den Tag, als Noah in dort Schöpfen ging und dort wutet heim und allem anbracht. Aber Jesus sagte, und so als dort in Noah seine Zeit wird, so wird dort auch in den Menschen sehen seine der sein. Wann wir vielleicht nicht wollten, was die Menschen sehen seine der sein, das ist ganz einfach. Das ist unsere Zeit. Das kriegt auch das Jahr 2018, Oktober, der 14. Als Oktober mit eingeschluten. Eigentlich, die Menschen sehen seine Zeit hat angefangen aus Jesus Christus, ab dieser Welt heim. Und hier den Heilsblut vollbracht hat. Von der Tiet oder der nietestamentliche Tiet ist, was hier Jesus nannte, Menschen sehen, seine Tiet. Und Jesus sagt hier, so wird der Menschen, Krieg so wurde aus der Noah seine Tiet. Das eigentlich scheint, dass Jesus diese Geschichte von Noah erwähnt hat, hier in Lukas 17, was er gerade gelesen hat. Auch du wegen willst du dir einen Schauf Menschen und leider muss ich sagen, dort jaft eben auch ein Schauf Christen, was du sagen, die ganze Geschichte von Noah und von dem großen Schab, dort ist doch bloß it gedacht. Dort ist doch bloß du so abgeschrieben, dort die Kinder auch ein Kleinbett Märchen und interessante Geschichten können lesen. Aber in Wirklichkeit wird dort überhaupt nicht so etwas. Der sein, vielleicht können wir dort noch sinnbildlich für uns nehmen, aber dort wirklich so das passiert wird, dass Gott so ein Wunderhaft getan und so ein Wutertheim, dass alle Menschen umgebracht worden sind, sonst glauben wir bloß nicht. Dass vielleicht, ich weiß nicht, aus diesen Menschen all begegnet hast, ich will uns bloß warnen, dass die Menschen, die sich Christen nennen, die darüber sein, mirste Wunder im Alten oder auch eben im Neuen Testament, den müssen wir anders verstehen, dass es nicht wirklich so passiert. Wann du so einem Menschen begegnest, dann gläuf arm nicht einen Millimeter weit. Seht, dass Jesus diese Geschichte hier verteilt hat von Noah. Jesus hat in einem seinen Duren Stampeln abgesagt ab der Geschichte und will uns damit sein, die Geschichte as war. Wann dort nicht so wirklich passiert wird, dann wird Jesus hier gelehrt haben. Dann wird Jesus hier bloß Märchen oder Geschichten verteilt haben. Aber wir wollten, dass Gott Jesus kann einmal liegen. Anyways, das wird wirklich, so ist das passiert. Überholen wir wieder. Warum Jesus dort gesagt hat, dass unsere Zeit krank so sein wird als Noah seine Zeit. Ich denke, das ist für uns alle wichtig, dass wir das verstehen, dass wir von der in krank so einer Zeit leben als Noah. Denn nun will ich mal die Parallel steht lesen, gut, wenn wir einmal wieder in Matthäus 24, sagt er so, so als dort zu Noah seine Zeit wir,
wird dort auch sein, wann der Menschensehen kommen wird. Soll aus dort dann wir, aus dort graute Wutertheim, so sei eiten und drunken, sei Frieden und befrieden sei, bat an den Dach, aus Noah in der Schab nein ging, und sei dort nicht wüssten, bat dort Wutertheim und an alle Mätreut. So wird dort auch seinen, wann der Menschensehen kommen wird. Also wann wir unsere von der Tiet beter verstehen wollen, wann wir wollten wollen, in wohne Tiet wir leben, dann ist das Gott, dass wir uns mit Noah seine Tiet wurden befassen, uns nur mit beschäftigen, und dann wollen wir unsere Tiet viel beter verstehen. All das Schlechte, all das Böse, was das Überhand nimmt, all die Eurechtigkeit und all das, wie wir durch viel von Noahs Leben rührt, nehmen, für uns rüt nehmen. Und nicht bloß dort, sondern wir können eigentlich von Mose auch lernen, wo wir uns von der verhalten sollen. Gut, wenn mal eint wieder. Wir können zum Beispiel von Noah lernen, dass er ein Prediger wird von der Gerechtigkeit. Wir lesen dort in 2. Petrus 2, Vers 5, Gott verschont der alle Welt auch nicht. Büter Noah, der durch Gerechtigkeit predigt, mit noch sieben anderen, aus heute Überschwemmung über die gottlose Welt braucht. Hast du auch daran gedacht, dass Noah der erste Evangelist war, was er gepredigt hat für ungefähr 120 Jahre? Wenn wir auch uns damit beschäftigen, das Evangelium anderen Menschen wieder zu sein, dann können wir auch sehr viel von Noah lernen, von seinem Leben rütnehmen, wo er zum Beispiel das Evangelium gepredigt hat zu Menschen, die das eigentlich nicht wollten horchen. Wir können von ihm auch hören, dass er nicht abgejäft hat, das Evangelium zu predigen, even wenn nur 100 Jahre, nur 110 Jahre kein einziger sich bekehrt hat. Büter seine Familie natürlich, aber von den anderen Menschen. Er hat nicht wirklich Frucht gesehen, aber er hat dann noch nicht abgehört, das Evangelium, die Wahrheit wieder zu predigen. Also wir sein Noah wie ein besonderer Mann. Noah hat Gnut für Gott gefunden oder wir bei Gott angesehen. Was für ein Unterscheid. Wir lesen in 2. Chronik 16, dass der Herr um dein Bietestunen wird arm mit ein angedeutet hart vertrühen. Und er gleich Mose, entschuldigt Noah, wie gut so einer ihr warst, was er mit ungedeutem hart Gott vertrüht hat. Und Gott hat den Menschen gesehen. Eigentlich wird er ganz beruhigt und sicher sein. Gott wird immer jeden Menschen sein. Wer dann Verlangen hat, den wird er sein. Gottes ihr und ich sind, kann man sagen, ständig kecken sie die Erde. Und wo immer du ein Mensch hast, wo du mit ganzem Hort am Dein will, diesen Mensch wird er sein. Den wird er keinmal ewig sein. Das wird am Fuß abfallend sein. Wir haben von Noah sein Urgroßvater gelehrt, eine Zeit lang drei. Wir hatten hier eine Botschaft von Henoch. Wir haben von ihm gelesen, dass er ein Leben mit Gott geführt hat. Und dass er auch ein Mann wie, wo der Gott angenehm wie. Und kriegt so wie auch Noah. Wir lesen dort Noah auch in Hebräer 11, Vers 7, weil wir dort von ihm noch einmal kurz lesen, dass er auch durch den Glauben Gott gefallen hat. Hebräer 11, Vers 7 sagt dort, durch den Glauben acht Noah durab, was Gott sieht, und bietet Schab, um seine Sachen, um seine Familie zu raten. Gott redet zu ihm über Sachen, wovon noch nichts zu sein wir. Durch den Glauben geif heute Welt er Urteil und oft die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also Noah wie auch einer von diesen Glaubenshelden, was uns für uns ein großes Vorbild sind. Und wir wollen nie von ihm wieder lernen.
worum wir Gott, nur Gott, wohlgefällig, um das Geheimnis zu fangen, möchten wir im 1. Mose saß, zu Vers 22 gehen. Im 1. Mose saß, im letzten Vers lesen wir, und Noah tat alles, was der Herr am gesagt hat. Im Hochdeutschen, Noah machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Was denkst du? Ist das eine einfache Sache, Gott gehorsam zu sein? Oder ist das eine schwere Sache, Gott zu gehorchen? Was wollen wir sein? Ist das leicht, Gott zu gehorchen, oder ist das schwer, Gott gehorsam zu sein? Was wollen wir sein? Wird jemand? Kommt drauf an, von beides, ja? Wie eine? Oh, beides nicht, okay. Das ist nicht leicht und auch nicht schwer. Irgendwo dazwischen dann? Wie bitte? Ein Vorrecht, okay. Wow, das ist eine ganz andere, ja. Gedanke, Dankeschön, das ist ein Verreicht, wenn wir Gott gehorsam sein können. Aber vielleicht wird der eine oder andere sagen, jo, Gott gehorsam zu sein, das ist schwer. Das kostet einen Kampf, das kostet eine Überwindung. Und vielleicht denkst du, wenigstens für mich, in meiner Lehre, in meiner Situation, in der ich sie, für mich ist das schwer, Gott zu gehorchen. Aber hast du einmal daran gedacht, als dort Noah schwor gefallen wie Gott zu gehorchen? Oder was glaubst du, ist dort für die leichter von der, oder ist dort für die schwander von der Gott zu gehorchen, als Noah dann, der Sina Tiet in Jana Tiet? Wenn wir von Sina Tiet lesen, was er alles angegangen hat, dann fangen wir, dass dort auch eine schwere Tiet wird. Er glaubt dort für Noah wahrscheinlich, und wir wollen dort von der noch sein, even noch viel schwander wie Gott zu gehorchen, als vielleicht die oder mir dort von der ist. Noah lebt in einer Schlachtentiet. Wie Adam zum Beispiel, der lebt die erste Tiet mit Eva im Paradies. Die haben dort so schein. Wir wollen sein, ich habe irgendwie dort viel leichter gefallen, Gott zu gehorchen. Dort wird alles ganz vollkommen eingerichtet. Gott, wie jeden Tag haben sie Gemeinschaft mit Gott, dass wir alles so scheinen. Wir würden sagen können, dass wir doch leicht ihren Gehorsam, für dich gehorsam zu sein. Aber wir sind gehorsam? No, wir lesen die Viren angehorsam. Wie Noah aber, es ist ganz anders. Er lebt in einer schweren Zeit, wo viel Sinn drum wir. Aber dann lesen wir aber, dass er Gott gehorsam wird, dass er alles krank so gedun hat, als Gott das von ihm verlangt. Wollen wir kurz wiedergehen und sein, warum Noah dort nicht leicht gefallen wird, Gott zu gehorchen, gehorsam zu sein. Denken wir mal zum Beispiel bloß der Abruf, was Gott ihm gegeben hat, wo schwore ihr was ist. Der erste Punkt, wir alle, für uns alle fällt dort schwer, große Abgaben zu tun. Zum Beispiel, wenn wir in einer Gemeinde eine ganze Reihe Abgaben haben und das soll nicht verteilt werden, wo eine Abgabe, wollen wir uns übersägen. Vielleicht würden einige sagen, ich will das, was das Einfachste ist. Was er nicht viel Zeit braucht, was er hast du jetzt dann, das will er, glaube ich, nehmen. Aber Noah hat keine Wohl, er hat eine sehr schwere Abruf bekommen. Er hat eine Abruf bekommen, so ein Tobüren, was noch keinmal ein Mensch euer Gebiet hat. Er hat eine Abruf bekommen, ein Schab Tobüren, das so groß wird, dass nur Noah seine Zeit für 3000 Jahre wieder keinmal wahrer Gebiet worden ist. Nun, in der Fondäuschen Zeit, wurden all Schäbs gebüht, wo da gerade sein, aus der Arche wir. Aber nur Jonas in der Zeit, für 3000 Jahre ungefähr, hat kein anderer Mensch dort angefangen, so ein großer Schäb zu bühen, als er hat. Also so groß, so schwierig,
wie der Abruf, was Gott am gegeben hat. Nicht bloß die Schwierigkeit, sondern gehen wir auch wieder, denken wir mal bloß, wo lang dort am gediert hat, dort zu bühen. Das wird nicht ein Abruf für eine Woche oder für einen Monat. Wann wir vielleicht irgendwo gefragt worden, in ein Komitee mit beizuhalten. Und wo wir dann motten uns immer irgendwie beteiligen und du wirklich halten. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht sagen, na ja, ich wollte das erst nicht schwor, das nimmt viel Zeit, viel Kraft, aber ich kann bloß für ein Jahr versprechen und dann sehe ich, was er rührt. Dann kann dort ein Mensch noch durchhauen, wenn das mal für ein Jahr ist. Aber wo lang wir dort bin, Noah? 120 Jahre lang. So eine lange Abruf hat Gott arm gegeben. Wollen wir dann auch noch anhauen bleiben? Wann wir so eine große Abruf wollen bekommen? Oder gehen wir noch einen Schritt wieder? Denken wir mal, dass er eigentlich meist gerade ganz allein an der Arbeit wir. Gott, er hat noch seine Familie, seine drei Jungs, die mit arm wären. Aber von den anderen Menschen kann kein Mensch arm verstehen. Alle anderen Menschen wären eigentlich gegen arm. Und kannst du dir vorstellen, wenn du ganz allein wo bist? Wir haben dort vielleicht, wir haben eine Versammlung, wir haben Geschwister, wo wir einer den anderen kann ermutigen und beistehen, wenn einer durch eine schwere Zeit geht. Aber so ganz allein zu stehen oder als eine Familie ganz allein zu stehen, das ist doch noch eine viel geradere, schwandere Sache. Kannst du dir vorstellen, wenn wir nie an junge Menschen mal reden, wenn du wirst irgendwo ab einem Ort sein, ab einer Stadt sein, die wirst du bekehrt haben und du wirst keine Jugend sein. Also vielleicht noch zwei von deinen Geschwistern, aber sechs nicht mehr. Wirst du dann für 120 Jahre mutig bleiben im Glauben und dem Herrn treu bleiben? Wie sein dann vor dort schwor und dort ist auch wirklich nicht leicht. Dort ist viel leichter, wenn dann eine größere Jugend erst zum Beispiel und dort einer kann den anderen ermutigen, aber ganz allein zu bleiben, aber dort wir, was Noah muss durchgehen. Gehen wir noch einen Schritt wieder. Der Abruf, was Gott am gegeben hat, wir so eigentlich so ein, was der Mess nicht zu glauben ging, dass wir so unwahrscheinlich, dass so ein wird passieren. Gott hat am gesagt, er soll ein Schepp bühen, ab einer Dregen steht, wo wie und breit wahrscheinlich kein Wuter wird. Nicht mal, vielleicht nicht mal ein Puddel, wo dicht bei wir. Kein Fluss wir. Und dann einfach so ab Regenland in grauter Schäppbühen. Was wollen die Menschen von mir sein? Mensch, wollen doch sein, es ist unlocker. Was fangst du an zu bühen? Das ist doch so ein Unsinn, was er tät. Oder was wollen die Menschen von arm gesagt haben? Ob nur wir dann noch Gott gehorsam. Wann ich die nie, wird war der frisch freuen. Was glaubst du, für wen wäre es leichter, Gott gehorsam zu sein? Für Noah oder für die? Was wirst du nie sein? Haben wir all unsere Meinung bett geändert? Wann wir erst dachten, wir haben dort so schwor, dass kein anderer dort so schworhaft als wie? Vielleicht wird Noah doch ein bett schwander gewesen. Wo gehen wir wieder? Noah, wir Gott gehorsam. Das wäre eigentlich sein Geheimnis. Du wegen haft hei genut wie Gott gefunden. Heißt, was Gott arm gesagt hat und er hat dort krakel den Plun, was Gott arm gegeben hat, so ist das grußhaft wie das Schäpp gebüht. Kannst du die mal verstehen, wenn Gott zum Beispiel mir oder die wird der Abruf geben, dort Schäpp zu bühen, der Plun gegeben hat, dort uns krak gesagt hat, so und so sollst du dort bühen, wo wird dort Tau gegangen haben beim Bühen? Wird das überhaupt vorherig geworden sein? Oder kannst du dir vorstellen, wann wir bloß so einmal so bloß mit einem Uhr Gott tauharchen, wann Gott zum Beispiel sagt, wann Gott zu Mose gesagt hat, zu Noah gesagt hat, entschuldigt, er hat gesagt, Noah, nie passt Gott ab, ich will, du sollst die 50, zum Beispiel 50 Ellen lang machen und da dich Ellen hoch. Und du hast so mit einem Uhr bis Tau gehört und sagst, ja, Gott, okay, ich würde 30 Ellen lang, 50 Ellen hoch merken. No, sagt Gott, ich habe anders gesagt. Und dann sollst du da und da, dann sollst du so und so, da hieber halt brücken. Jo, ich will Rauble brücken, ich habe genug Rauble. No, sagt Gott, du sollst nicht das Holz brücken, du sollst ein anderes Holz brücken.
oder wo wird der Tau gut sein, wenn wir nicht wirklich aufmerksam sind, wann Gott uns was sagt. Wann wir das Wort Gottes bloß so überlesen und überhaupt nicht für uns was wirklich rücknehmen. Überhaupt nicht abhassen, was Gott uns sagt. Wo wird die Arche dann utgeloten haben, wann wir die Wurden gebüht haben? Wird die überhaupt die traute Wut überstehen haben? Wird die so viel dicht geblieben sein? Oder wo wird dort utgeloten haben? Seht, das wird das Geheimnis, was Noah hat. Hei wir sehr näher mit Gott gehorsam zu sein. Hei achtet aufmerksam auf jedes Wort. Hei haft nicht bloß Gott dein Gespiel. Das wir verarmen nicht bloß ein Spiel. Hei haft das wirklich ernst genommen. Wann Gott, yes, sir, ab Englisch. Exeroid, I wurde down. Kracken dort, was andere Menschen wollen sein. Aber ich wurde das down. Gehen wir ein Mal sein von Noah, sein Gehorsam, Klingbett lehren. Für uns wird Rüt nehmen, wird wie von sein Gehorsam, von sein Geheimnis nehmen. Oder anders gesagt, was dort für ein Segen in deinem Leben ist und in deinem Leben wird sein, was gehorsam sein. Das Erste, was wir lehren dort, du kannst den Willen Gottes nicht wirklich kennen, wenn du das nicht weißt. Wenn du Gott seinen Willen mehr oder besser kennenlernen wirst, dann fängt das damit an, dass du das, was du all weißt, erstmal ausleben lässt. Dann mal, wenn du das lässt, dann kann Gott die mehr wiesen. Dann kann Gott die noch mehr offenbaren oder updaten. Ich will einmal lesen in Psalm 111, Vers 10. Psalm 111, Vers 10, da heißt es so: Weisheit kommt durch Gottesfurcht. Hält sich an seine Gebote, er soll ewig geloft werden. Vielleicht ist das ein bisschen schwer zu verstehen, das ist falsch, aber was er eigentlich sagt, ist, wenn du das Gott fürchten oder wenn du das seine Gebote holen, dann wirst du seinen Willen kennen. Das ist ganz einfach der falsch. Psalm 111, Vers 10. Wann wir Gott gehorsam sind, wann wir seine Gebote holen, bloß demjenigen wird Gott seinen Willen wiesen. Also wann wir nicht Gott gehorsam sehen, gehorchen wollen, dann ist das meist eigentlich verjefs. Die Tiet ist rein verjefs, wann wir Gott einmal wieder frei und für sehen wollen. Das hat nicht. Wir müssen erst, was er uns sagt, dann mal wird er uns mehr sehen wollen, offenbaren. 4. Mose 9, Vers 23, sagt der Herr, lesen wir von dem Volk Israel so. Diesen Tag lehrten sie sich, und nur aus der Haar anwiesen tät, trocken sie wieder. Sie gehorchten, sei er, was der Haar von an verlangt, so aus Heu Moses dort gesagt hat. Sehen wir, das ist ein Beispiel, 4. Mose 9, 23, wann Menschen gehorsam sind. Wann er sagt, wieder gehen, dann seien sie wieder gehen. Wann er sagt, nie über Stauben, dann werden sie durchgehorsam. Die haben gesagt, no, warum? Mir geht das nicht gut so schön, ich sehe noch mutig, ich kann noch einen halben Tag gehen. No, wenn Gott sagt, nie ab hier, dann hält der Stahl. Aber wenn Gott gesagt hat, nie wieder gehen, dann die haben die Krach so tun. Und so müssen ich und die dort auch tun. Ganz aufmerksam sein. Und das, was er uns wies, dass wir das ausleben, dann wird er uns mehr wiesen können. Wenn wir zum Beispiel eine große Entscheidung in unserem Leben haben, was wir sollen arbeiten oder wo wir sollen handtragen oder irgendeine andere wichtige Entscheidung vielleicht, welchen Dienst wir für den Herrn sollen tun oder was immer. Und manchmal wollten die Menschen nicht. Wir ankommen sind Frauen und Prediger, ich wollte nicht gerade, was ist Gott sein Wahl für mein Leben? Soll ich das tun oder soll ich gerne tun?
Und die beste Frage, als du Antwort wird sein, wo du kannst anfangen, ist, hast du bald so weit den Willen Gottes in dein Leben all ausgelebt? Wirst du dem gehorsam, dann wird dir Gott das offenbaren. Aber wenn du das nicht ausgelebt hast, dann ist das sehr kompliziert oder meist unmöglich, Gottes Willen noch irgendwie zu erkennen. Zum Beispiel fragt einer, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Dann kannst du sagen, guck mal, zum Beispiel, wir lesen in Epheser 5, Vers 24, ich will den Vers einmal hastig hier lesen, dort Gott will, dass wir sollen ehrlich sein und nicht lügen. Epheser 4, 25 lesen wir, hiert ab mit Lügen, und redet die Wahrheit einer zum anderen, weil sie sind alle Glieder aneinander. Also das ist zum Beispiel ganz klar. Aber wenn wir nun Trouble haben, dass wir nicht ganz bei der Wahrheit bleiben. Oder dass wenn du darauf ankommst, jemand stellt uns eine schwierige, eine schwere Frau, dass wir dann vielleicht ein Bet anders dann antworten. Nicht die Wahrheit sein. Seht, dann haben wir den Willen Gottes, was wir Gott haben, dann haben wir das nicht ausgelebt. Und dann brauchen wir eigentlich auch Gott nicht wieder fragen, weil wir das nicht alle ausgelebt haben, was Gott uns gesagt hat. Oder wir kennen das Gebot Gottes, dass wir sollen heilig sein, gerade so heu heilig ist. Dass wir sollen ein reines Leben führen. Aber wenn wir nun in unseren Gedanken, in unserem Kopf, allerhand unreine Gedanken führen, und uns mit so einer Sachen und mit so einer Bilder oder was einmal beschäftigen. Was hält uns dann noch wieder Gott sein Willen zu freuen für unser Leben? Wo soll Gott uns das offenbaren? Oder wir wollten, was Gottes Wort sagt, mit unseren Tangbrücken, unserer Mühl, der wird, was wir brücken. Wenn wir das nicht ausleben, was wir krank wollten, was Gott von uns will, wo wird dort wieder gehen? Wo können wir Gott sein Willen wieder erkennen? Seht mit, dass ein Beispiel, um das klarer zu merken, ist, dass es ein bisschen so aus wie die Lichter bin fertig. Angenommen, du bist zu Uwes, wo wirst du wohin fahren, jemand besiegen. Aber du wirst noch einmal hier warst und du weißt auch nicht, wo du hinzukommen. Wo sie haben die in Bett den Weg erklärt, aber nun, dass du die Tür dort vor dich andrehen, merkst du Licht des Uwes an und dann der Lichter regen aber noch lang nicht bei dir, wo du was hinfahren. Der regen mal ein kaltes Ängstchen. Und nun kriegst du und sagst, no, wo soll ich da hinfahren? Er kann doch bloß mal bei dir sein. All das andere lädt mich rein ganz düster. Was wirst du dann tun? Wirst du dann Tüß bleiben? Deswegen will ich überhaupt nicht losfahren. Oder wirst du sein, dort fahr dich andrehen und dann wirst du anfangen zu fahren. Und so wie dass du fährst, ab eins wirst du einwollen, das Licht, der wird dir auch einmal wieder wiesen. Fährst du 10 Meter wieder, kannst du auch den Weg 10 Meter wieder sein. Fährst du 100 Meter wieder, dann kannst du weiter ein Ängstchen wieder sein. So ist es auch mit dem Willen Gottes. Wenn wir bloß stehen blieben, sitzen blieben, dann fahr dich und sagen, no, er kann und uns keinmal bewegen, dann würden wir auch keinmal durch hinkommen, wo Gott uns angeschickt hat. Aber wenn wir das all ausleben, was wir sein, dann wird Gott uns immer mehr wiesen und den nächsten Schritt uns dann offenbaren. So werden wir daran denken, wenn wir von Gehorsam reden, vom geistlichen Leben, das fängt damit an, dass wir das ausleben. Die Befehle, und wenn du das die Bibel tust lesen, Smaris oder Suves, was immer, und Gott wies dir ein Falsch, dann dau die den vielleicht irgendwie piegnen. Nimm den mit und dann prüf den, das überleben. Wenn Gott, der Geist Gottes, die irgendwie was gewesen hat, als vielleicht in einer Predigt oder irgendwie durch eine Botschaft sagst, wo, wenn du das nicht das überleben, wirst du in deinem Leben nicht einmal wiederkommen. So, deswegen wollen wir Gott unbedingt gehorsam sein. Zweitens,
der Segen von einem gehorsamen Leben ist. Wann wir Gott gehorchen, dann würden wir Gott noch viel besser kennenlernen, würden wir noch eine viel dichtere Gemeinschaft mit anderen. Lesen in Johannes 14, Vers 21. Johannes Kapitel 14, da sagt Jesus folgende Wort: Wer meine Gebote haft und hält, bewiest durmat, dass er mein Gott ist. Und wer mein Gott ist, den wird mein Vater Gott sein und ich will arm Gott sein und mich arm offenbaren. Wann du wirst nur dran an Gott kommen, wann du wirst Jesus beter kennenlernen, weißt du, mit was das anfängt? Mit seinen Geboten hauen. Das ist La Jave, das ist der Schlüssel, das Geheimnis, wann du wirst Gott beter kennenlernen. Jesus sagt das ganz klar und deutlich: Rüd, wer meine Gebote haft und hält, er sagt, so eine Menschen will ich mich offenbaren. So wirst du Gott besser kennenlernen. Vielleicht sagst du, jo, ich lebe nicht so dicht, ich kann nicht so ein Leben mit Gott, als ich soll haben. Oder vielleicht bist du auch so und so viele Jahre bekehrt und du sitzt, du kommst bloß nicht nudre. Im geistlichen Leben, dort beschäftigt nichts. Und du fragst dich vielleicht, warum ist das so? Warum sei ich bloß so stehen geblieben und das geht bloß nicht wieder? Warum ist mir Jesus nicht wichtiger und grater geworden? Kann sein, dass das Gruß, das Problem ist, das Trubel ist. Dass wir Gott nicht gehorsam sind. Dass wir einfach im Ungehorsam wiederleben wollen. Aber gehen wir noch einen Schritt wieder, Punkt 3. Wann wir Gott gehorsam sind, dann dort gibt uns so eine Klarheit, so eine Freiheit, dass wir Gott seine Kinder sind. Diese Gewissheit. Ich weiß, viele Menschen, auch von den Dietschen hier in den Kolonien, dass sie, oder einmal war er im Gespräch, kommt dort einmal war er zu Hand sein. Ein Mensch kann dort keinmal weiten, ob er bekehrt ist oder nicht. Die kennen dort alle, ja, dort ist. So allgemein sind die Menschen hier abgetrocknet. Und das schut, das dort, was sie glauben, stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Aber vielleicht nochmal anders so gesagt: Ich glaube auch, dass sie diese Gewissheit nicht haben kann, weil diese Gewissheit, Gott sein Kind zu sein, kann mal ein Mensch dann haben, wenn er wirklich in Gottes Gehorsam lebt. Natürlich einmal, wenn er wirklich eine echte Bekehrung belebt hat, wahrer geboren ist, dann wird er das Zeugnis haben. Aber ich sage nur auch mal ein paar Jahre wieder, um das Zeugnis zu behauen, um diese Gewissheit zu behauen, müssen wir am Gehorsam leben. Wenn wir sagen, vielleicht, jo, ich habe mich bekehrt, ich habe wirklich eine wahre Geburt belebt, aber dann im Ungehorsam oder so wiederleben, dann werden wir dann noch von der Gewissheit reden. Dort ist nötig, diese Gewissheit, um diese Gewissheit zu behauen, müssen wir im Gehorsam bleiben. Lesen wir mal in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, der Versen 3, Batsas. 1. Johannes Kapitel 2, ich lese hier Vers 3, Batsas. Wann wir Gott seine Gebote hauen, kann wie du dich weiten, dort wie arm kann. Wer du sagst, dort hei Gott kann und ob er nicht seine Geboten hält, ist ein Lieger, Lügner. Nur jährt, wie dem ist der Leib zu Gott vollkommen geworden. Wer dort bekannt, in Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. Ich glaube, er kann das nicht klarer ausdrücken, als wir das hier groß gelesen haben. Wenn wir Gott seine Gebote haben, dann können wir durch weiten, dort wie am Kern. Also die Gewissheit, Gott sein Kind zu sein, erhalten wir, dass wir am Gehorsam leben. Der vierte Punkt: Wenn wir am Gehorsam zu Gott leben, dann hat Gott uns versprochen, dass er unsere Gebete hören wird.
Krieg in 1. Johannes, gehen wir mal nur Kapitel 3 und lesen 1. Johannes 3, Vers 21. Leute Freund, wenn uns Gewissen uns nicht verklärt, dann können wir am vollen Vertrauen nur Gott kommen. Wir wollen dort kriegen, wo nur wir freuen, willst wie seine Gebauten holen und du nur daunen, was arm gefällt. Hier sagen wir weiter ganz klar. Warum? Wie? Vielleicht sagst du, ich habe auch lang nicht eine Gebetserhörung belebt in meinem Leben. Das ist schuld. Das soll eigentlich nicht so sein. Wir sollen Gebetserhörung in unserem Leben beleben. Ich meine, auch wenn nicht jeden Tag, aber doch, das soll eigentlich beständig soll das in unserem Leben so sein. Wenn du über nur sagst, du hast keine Gebetserhörung, all, wer weiß, wo viele Monate oder Jahre nicht belebt, kann dort sein, dass dort am Gehorsam vielleicht fehlt. Wie es Jesus hat hier gesagt, wir wollen dort kriegen, wo neue Frauen, wie es wir seine Gebäude hauen. Also das ist die Basis, das ist die Grundlehre, dort wie Erhörung haben, dass Gott unsere Gebete hört. Wenn wir mehr Gebetserhörungen in unserem Leben haben, der Segen vom Gehorsam ist, ein in Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes leben. Das Wort Gottes sagt, dass auch wenn wir gehorsam sind, dann ein besonderes Verhältnis im Leib Christi haben. Der Gehorsam erhält uns durch. Der erste Punkt ist, wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird das eine gratere Läufe in dein Hort, in dein Leben rüberkommen. Lesen wir du mal vom 2. Johannesbrief, Kapitel 1. Natürlich erst bloß ein Kapitel, 2. Johannesbrief. Und hier werde ich den Vers 5 und 6 einmal lesen. Und nie sah ich die, je irrte früh, weil wir uns untereinander gaut sein. Ich schrieb die, kein Niet gebaut, dort ist das Aul gebaut, dort wir von Anfang an gehört haben. Dort ist, wo wir uns gaut sind, wir holen seine Gebauten. Dort ist dort gebaut, wo die von Anfang an gehört haben und wo nur je leben sollen. Hier können wir sein, wenn wir Gott gehorsam sind, dann wollen wir die Gemeinschaft untereinander haben und du wirst auch eine gratere Läufe in deinem Leben sein. Wenn vielleicht jemand sagt, er kann in meinem Hort nicht so eine graute Läufe, er kann meine Geschwister nicht laufen. Dort mangelt an Läufe. Die Antwort kann wahrer sein, dort du nicht der Gehorsam im Leben erst so das soll sein. Der siebte Punkt, und wir kommen demnächst zum Schluss, das ist ein wichtiger Gedanke. Wann wir Gott gehorsam sind, dann haft Gott uns versprechen, dass wir können sich in unserem Leben haben. Ich will mal das mal in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, uns ein paar Versen lesen. Lukas 6, Vers 48 und 49. Die Geschichte kennen wir auch, die Kinder in der Sonntagsschule. Hier heißt das so, der ist mit den Menschen zu vergleichen, der ein Hüß büht und wird auf dem Stein gruf, um den Grund durch nabzuleihen. Aus dann ein Hüchwuter kam, ritt wie es dort stund auf dem Steingrund. Wer oberhiert und dort nicht dät, der erst mit dem Menschen zu vergleichen, der sein Hüß ohne einen Grund ab die Erd büht. Und der Strom ritt sich durch an und das Hüß voll Ball taub und der Schuden wir graut. Wann du in dein Leben wirst sichern, sich in den Versägungen, dann fangt der du an, dass du gehorsam bist, dass du das üt lebst. Dein Mensch, was das Wort hiert, aber nicht üt lebt, wann dann Sturms in dein Leben kommen, wann dann Versegnungen in dein Leben kommen, dann wirst du nicht gern bestehen. Das hat Jesus all hier ganz klar gesagt.
was Gott gehorsam ist, in den kleinen Sachen, in das, was Gott dir all klar offenbart hat, wenn du gehorsam bist, dann wirst du dich sichern. Dann wird dein Haus bestehen, auch wenn große Wahlen, große Sturms in dein Leben kommen. Und das ist der einzige Weg eigentlich, um ein Siegesleben führen zu können. Das ist unbedingt mit dem Gehorsam verbunden. Das gehört zu Hause. Und nun der letzte Gedanke. Wann wir Gott gehorsam sind, du im geistlichen Leben wirst wiederkommen. Wossen. Nicht bloß du, vielleicht noch andere Menschen um die herum wurden einwohnen, wo du im Geistlichen wiederkommst. Wenn du aber nicht im Gehorsam mit Gott lebst, wenn du nicht ganz, nicht so krank, so dort ernst nimmst mit dem Gehorsam, als Noah dort getan hat, dann wurden die Menschen auch einwohnen dort in Leben. Naja, wenigstens wenn man sich gut zu eurem Wut erhält oder meist noch ungegangen war. Was ist das, was wir gelehrt haben? Ich will uns mal ein paar Versen lesen aus dem Sprüche, Kapitel 1, Vers 33. Da lesen wir so, Gott sagt hier, wer über nur mich horcht, wird sicher bleiben, der wird genug haben, und kein Unglück fürchten. Wer nur mir horcht, wird sicher bleiben. Dass ich kann im geistlichen Leben standhaft bleiben, mit einer Kraft irgendwie wiederkommen im geistlichen Leben, dass man derjenige, wer nur arm horcht, oder mit anderen wird, wer arm gehorsam ist. Oder kriegst du in Sprüche Kapitel 3, Vers 1, Part 2, da heißt das so, mein Kind, verjagt mein Gesetz nicht und hol meine Geboten mit dein ganzem Hort. Die wollen die ein langes Leben und viel Jahren und Fried und Glück bringen. Wenn du sitzt, ein Mensch, wo du im geistlichen Leben sicher ist, du hast eine Kraft, du hast einen Fried ab sein Leben, in sein Leben. Ebenso begleitet. Du sitzt, das eine ist, wiedergekommen im geistlichen Leben. Dort sind mal die Menschen, die sein Gesetz haben, die seine Gebote befolgen. Kraft, Fried, das sind alles so eine Sachen, was ein Christ braucht, was ein Tiken sind, dort ein Christ gehorsam ist und dadurch im geistlichen Leben wiedergekommen ist. Wann Gott uns traubt, eine Arche zu bauen. Ich weiß, ob diese Frau war, die kommen. Wo wird er dann ausloten? Und in einem Sinn, glaube ich, ist jeder von uns verantwortlich, auch eine Arche für seine Familie zu bauen, wie als Fudersch, oder auch überhaupt, ein jeder Einzelne. Sind wir Gott gehorsam? Wo dürfen wir bauen? Wo Kraft nehmen wir dort mit Gott sein Wahlen in unserem Leben? Dann wir nur so, als wir wollen, dann wir selbst auswählen, was uns passend schien, das wollen wir Gott gehorsam sein. Was uns nicht passend schien, dann wir doch looten. Wenn wir das wiederleben und wenn dann der Sturm, wenn dann das Wut kommt, wird die Entscheidung dann bestehen. Möcht Gott uns halten, dass wir das Geheimnis, was Noah hat, verstehen. Und dort von unserem Leben wird auch kann gesagt werden. Noah, und hier kannst du die Numen einsagen, machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Dann wird dein Leben ein gesegnetes Leben sein und ein Segen für viele andere. Möcht Gott die halten. Amen. Wir wollen